Und wer hat auch immer geschüttelt, ob ein ganzes drin ist? In jedem siebten eins. Schau mal, hier fehlt einfach auch das siebte. Jetzt kommt Trigger Nummer 1. Für mich gibt es hier nochmal jetzt die Yam-Yam-Asien-Nudeln. Und wieder Spaß. Was geht ab, Team Tapia? Und welcome back zu einem neuen Video. Und im heutigen Video essen wir einen Tag nur Gerichte aus unserer Kindheit. Teil 2. Wir haben uns schon einige Gerichte für heute aufgeschrieben, die wir vor allem in unserer Kindheit gegessen haben. Wir starten mit dem Frühstück, aber vorher gehen wir einkaufen. Wir sehen nun eine Variation unseres Kindheitsfrühstücks. Yes. Und zwar haben wir hier die Choco Crispies. Wie hast du die ausgesucht? Ja, genau. Konnte mich daran erinnern, dass ich die öfter mal gegessen habe. Juna! Und Juna Katz! Juna! Oh, Schatz! Schreibt mal in die Kommentare, was sind eure Lieblings-Kelloggs aus eurer Kindheit? Meine tatsächlich, wie aus dem letzten Video, aus Teil 1, wenn du den noch nicht gesehen hast, Link in der Beschreibung, sind diese Fruit Loops. Dann haben wir hier zwei Joghurts. Man kennt das. Also ich glaube, die gibt es schon seit wie vielen Jahren? Ja, seit immer. Die gibt es seitdem wir auf der Welt sind. Ja. Aldi, Lidl, überall gibt es die. Und die gab es bei uns früher des Öfteren. Und komischerweise habe ich mich immer für Vanille entschieden. Bei mir gab es immer Schoko. Ich glaube tatsächlich, dass es daran lag, dass mein Bruder immer Vanille wollte. Und meine große Schwester wollte immer Schoko. Und ich wollte da immer sein wie mein Bruder. Und deswegen habe ich, glaube ich, immer zu Vanille gegriffen. Bei mir gab es immer Schoko und Klassiker. Heute würde ich auch Schoko bevorzugen. Wie isst man die? Immer erstmal die Sahne von oben weg und dann die Schokolade. Oh Gott, meine Schwester hat immer gerührt. Schrecklich. Echt? Ja. Wer rührt, ist absolute Sünde. Dann haben wir Fruchtzwerge. Der Klassiker hat, glaube ich, also hat irgendjemand von euch da draußen keine Fruchtzwerge in der Kindheit gegessen? Echt? Ich hatte die Fakes. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Babybel? Bei uns gab es sowieso keine Markenprodukte. Alle Markenprodukte, die ihr hier seht, sind entweder auf selben Mist gewachsen oder wir haben jetzt die No-Names nicht. Bei uns gab es einen Mix, also bei mir, bei uns in dem Sinne. Dann habe ich hier Pfannkuchen auf russische Art, also diese haben wir jetzt fertig gekauft. Meine Mutter wird mich dafür eigentlich umbringen, wenn sie das sieht. Dann habe ich dazu Apfelmus, der Klassiker, aus dem Tetrapack muss auch sein. Bei mir gab es Apfelmus aus dem Tetrapack, habe ich besonders gefeiert. Oder aus dem Glas. Oder aus dem Glas, genau. Und Gushonka, das ist so ein Fake-Abklatsch, alle Russen wissen, was ich meine. Das ist so vom Lidl, so Eigenmarke irgendwie so. Das heißt auch eher Kulianka. Das ist gezuckerte Kondensmilch. Im Original ist es eigentlich so ein blau-weißes Ding aus Russland. Gushonka, O-Saft, der Klassiker gab es bei mir zum Frühstück immer. Und Kaba Kakao angerührt. Gab es bei mir. Gab es bei dir. Irgendwie schmecken die eklig. Ja, komm, ey, warte, bevor ich meinen Geschmack versauen, lass mal probieren. Die schmecken so unspektakulär, ne? Irgendwie haben die auch anders in Erinnerung. Fruchtzwerge, man kennt ihn. Als Erwachsener isst man auch Fruchtzwerge und zwei Löffel auf, ne? So, guck mal. 2,5. Ist leer. Perfekt. Also, das Frühstück. Fail für mich. Voll lecker. Da bin ich echt gespannt. Das ist für mich auch kein Hype. Hast du auch noch Schokolade gegessen? Ja, ist halt auch so, ne? War in der Kindheit irgendwie cooler. Naja, auf jeden Fall geht es für uns jetzt erstmal einkaufen, fürs Mittagessen ich und fürs Abendessen. Das Mittagessen wird besser. Mal schauen, ich glaube schon. Bei mir auf jeden Fall. 20 Minuten später. Also ich trinke meinen Kakao warm. Und jetzt geht es einkaufen fürs Mittagessen und Abendessen. Das ist deine Kindheit. Das ist meine Kindheit. Aus Amerika. Vollgas. Das auch. Alles klar. Das ist auch richtig. Sie haben Glück, dass sie nicht mehr schwanger ist, Alter. Davon würde sie von diesen Sprühkäse drei Dinger reinkretzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist so richtig 80er. Wobei, ich bin ja 88er in dem Sinne. Yum-Yum-Nudeln. Jodie kennt die nicht. Ich habe die damals in meiner Schulzeit. Kennst du die? Ja, aber du hast sie nicht so gegessen. Aber nicht so gegessen. Damals 50 Pfennig beim Kiosk, klein gemacht, Pulver drauf und dann immer so gegessen mit der Hand oder halt so. Kennt ihr das? Also das ist für mich absolute Kindheit. So, bei mir gibt es jetzt am Abendessen eine typische Brotzeit, weil ich die als Kind jeden Abend gekriegt habe. Deswegen suche ich mir jetzt ein schönes Bauernbrot aus. Ich
glaube, ich habe hier auch schon eins gefunden. Das sieht lecker aus. Da kommt dann richtig schön Butter und Wurst irgendwas drauf. Und bei mir gibt es schönes Butter-Toast, genau das Gegenteil. Heute Abend aber was ganz Besonderes. Kennt man. Karaffe rein, das Zeug rein. Man hat immer übertrieben, dass es ausgeschäumt ist am Ende. Es war zu viel pappsüß, dann hast du es wieder gestreckt mit Wasser. Ich glaube, habe ich 20 Jahre nicht mehr getrunken. Warum hast du Pfirsich geholt? Pfirsich ist geiler. Zitrone ist ja wohl tausendmal geiler als Pfirsich. Hol bitte Zitrone. Ich hab hier im Salamiland. Salami, Bio Salami, Pfeif, Super Salami, Salami der Butter und Feinschmecker Salami. Ah, die gute hier. Die gute für mein Abendessen. Und das war eins der wenigen Dinge, die sogar meine Mama einfach in Real gekauft hat, sagt man das so, also als Markenprodukt gekauft hat. Das war der Rahmspinat. Mit dem Blub, den hat tatsächlich sogar meine Mama original geholt, weil er einfach am besten schmeckt. Und auch bei den Fischstäbchen machen wir keine halben Sachen. Und das ist meine absolute Kindheit, Pilmeni. Ihr wisst es ja, ich bin Russe, aber die habe ich im letzten Video schon gegessen, deswegen esse ich die nicht nochmal. Pilmeni in verschiedensten Variationen. Könnt ihr einfach immer noch, jeden Tag essen. Man kennt ihn, den guten Toastkäse. Was seid ihr? Team Kinderpinguin oder Team Milchschnitte? Ganz eindeutig Kinderpinguin. Ich auch. Ja? Ja. Warum kaufen wir dann die Milchschnitte? Kaufen wir nicht, halt sie nur fest. Was ebenfalls nicht fehlen darf, sind natürlich die Überraschungseier. Und wer hat auch immer geschüttelt, ob ein ganzes drin ist? Ja. Ich glaub, aber man hört nichts. Aber ich habe immer Pech. Warte, ich nehme den. In jedem siebten ein. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7. Schau mal, hier fehlt einfach auch das siebte. Ich nehme das hier. Also dieses Regal ist Nostalgie pur. Schau mal, wir haben hier allein diese Dinger, glaube ich, die kennt jeder von damals. Super Buba. Oder diese? Ja, nimm mal mit. Einen musst pink du mitnehmen. Oder wollen wir blau? Nee, pink. Santa Shock, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und wer kennt das noch? Puffreis. Also jetzt würde ich es nicht essen, aber den kennt man natürlich von damals noch. Lass uns einfach einen Pilzspender, bitte. Der ist richtig oldschool, Alter. Mit Ron Weasley nicht. Harry Potter's Kasse zu mir. Ja, okay, komm, nimm den mit. Alter, wir rasten richtig aus. Hey, Leute, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare Hashtag Teil 3 oder welche Idee ihr habt für die nächste 24-Stunden-Challenge. Hey, ich hab's gefunden. Wer kennt das noch? Alter, das ist Kindheit 3.0. 3.0. Alter, kennst du das noch? Ja. Ey, Legende, komm. Krabi Kirsche und Kango Cola. Alter, ich raste aus, Alter. Ich will einen fünften Teil ein bisschen davon drehen. Fürs Nostalgie-Level habe ich mir jetzt extra den letzten Toaster geholt. Das musste auch dieser sein mit diesen Riffeln. Weil sonst ist es kein richtiges Toast in dem Sinne. Kein Sandwich. Jetzt wird's richtig legendär. Bum Bum Eis. Kennt man, oder? Ich glaube, mir schmeckt das jetzt nicht mehr, aber wir nehmen es mal mit. Alter, Leute, das ist für mich Kindheit. Currywurst Pommes. Echt, das ist richtig so ein Hamburger Ding. Also die Hamburger würden mich verstehen, kennt man natürlich in ganz Deutschland. Ich wollte gerade sagen, so ein Berliner Ding, Currywurst. Ja, ja. Nee, Currywurst Pommes, hier, gönn dir mal hier. Boah, das riecht geil. Mach mal einen Geschmackstest. Halt Räudigkeitslevel 100 so. Weil es halt Currywurst Pommes, fertig sein Urgroßvater. Und wahrscheinlich alles fertig, Soße und so. Hey, das Currysoße ist legendär. Möchtest du auch mal, Schatz? Ja, sehr gerne mal eine Wurst probieren. Ein Würstchen? Willst du mein Würstchen, Baby? Also Bock in auf mein... jedem Video kriege ich irgendeinen Spruch gedrückt. Ja, sehr schön. Und bei mir gibt es statt Durstlöscher, also bei dir gibt es ja Mittagessen, was gibt's? Fischstäbchen mit Spinat und... Mit dem Blub aber. Kettlebell. Ja, das haben auch ganz, ganz viele geschrieben auf Instagram, auf meine Umfrage. Das ist, es ist die Kindheit von so vielen Leuten scheinbar. Mhm. Wirklich der Klassiker schlechthin. Für mich gibt es hier nochmal jetzt die Yam Yam Asiennudeln mit Kangu Cola. Also, ich probiere erstmal das. Probier mal. Schmeckt wie Medizin. Schmeckt wie Medizin, als ob da Alkohol drin ist.
Aber es hat da so einen Shot, so billig Kohl. Nee, finde ich nicht, aber. Es schmeckt irgendwie wie so ein Alkoholgetränk, wie so ein Cocktail mit Whisky oder so. So, jetzt zeigen wir das mal, wie wir es in der Jugend gemacht haben. So gut wie der Spaß. Also, wir packen hier mal die rein. So machen wir das. Hatten wir es damals in der Schule gemacht, dann machen wir so. Das lassen wir weg. So. Probieren wir es mal, ob das so schmeckt wie damals. Ja, fühle ich der. Ich fühle mich jetzt gerade so wie 12. Das bei uns. Also das Zeug schmeckt ja wohl geiler als das. Das gab es bei uns in der Schule immer im Automaten. Stimmt. Nee, bei uns gab es immer 50 Pfennig. Irgendwie habe ich das Gefühl, wie so ja, viele Sachen. Ja, 50 Cent haben die. Ja, für so viele Sachen haben damals 50 Pfennig 50 Cent gekostet. So das. Oder vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein. Zettel Shop 5 Pfennig. Und ich weiß noch, die hat immer eine Mark Taschengeld bekommen. Früher, also ganz früher, also mit so 6, 7, 8. Und damit bin ich echt weit gekommen. Mark? Mark. Ist doch schon auf der Welt. Wann wurde Euro eingeführt, mein Schatz? Wann wurde Euro eingeführt? 2002 wurde Euro eingeführt. Okay. Wann wurde ich geboren? 1995. Dann können wir ja jetzt rechnen, dass ich zu dem Zeitpunkt um die 6 war. 6, 7 Jahre alt. Mhm. Ja, ich war schon auf der Welt. Gerade so 6 Jahre. Checker! Und ich möchte Santa Shocks. Auf jeden Fall. Die Hubba Bubba probieren wir auch mal. Ja, mal ein bisschen Käse, solange wir auf die Mama warten. Trecker bekommst du auch. Ein bisschen Käse. Jodi, was macht der da? Ich frage es eher, was mein Kind macht. Ich kann nicht schlafen. Juna, schlafen! Du würdest mir echt sagen, dieser Kram schmeckt. Ich habe es eben nicht mehr gegessen. Es schmeckt doch normal, hier kommt. Sprühkäse muss schmecken. Käse schmeckt immer. Vorstellen. I don't think so. Okay. Ich dachte, es kommt jetzt dieser Sound, diese Tsch. Können wir das bitte einblenden? Nochmal? Das sieht sehr ekelhaft aus. 3, 2, 1. Feierst du? Nee. Ich bin einfach nur dieser. Boah! Boah! Diese komische Nachgeschmack. Dieser Scheibenkäse als Infusion. Also, ich bin safe raus. Ich gönn mir so einen Santa Shock. Welche waren nochmal die sauersten? Immer den schwarzen hier. War ein kurzer Spaß auf jeden Fall. Kurzzeitig hat man gedacht, okay, sauber, und dann auf einmal war schon direkt wieder vorbei. Ich glaube, als Kind feiert man. Das ist es natürlich intensiver, aber so ist das so ein bisschen, ja. War ein tolles Abenteuer. Dann kommen wir mal zu dem Freund hier. Hubba Bubba in Blau. Welche Farbe habt ihr gefeiert? Jetzt kommt Trigger Nummer 1. Ich wette, einige von euch da draußen sagen sich jetzt, wie kann sie nur? Jetzt fühle ich mich wirklich. Noch mal eine Blase. Ja, okay. Ist zu groß. Also ich glaube, heute wird das nichts mehr. Ich würde einfach mal sagen, wir entspannen uns noch mal kurz und dann gönnen wir uns das Abendessen. 20 Minuten später. Was geht ab, Nitapia? Welcome zu unserem wunderschönen Abendessen aus der Kindheit. Und zwar haben wir hier Teegetränk Zitrone, wie vorhin eingekauft, wie ihr es gesehen habt. Ich habe diese... Bröseltee. Wie heißt der? Bröseltee? Bröseltee haben wir. Bröseltee. Weil er bröselig ist. Ja. Dann habe ich diese Toasts, die Sand aus dem Sandwich Maker. Und ich muss sagen, diese Form ist Klassiker. Man kennt es. Ganz einfach belegt mit Schmelzkäse, Salami, Ketchup, halt Tomaten. Vor allem ehrlich. Schmeckt dir das immer am nächsten Tag, wenn man es dann als Pausenbrot noch mit hat? Ja! Noch oh mehr. Mein Gott, das kommt Erinnerung hoch. Ja! Stimmt, ich habe das in Alufolie mal eingepackt bekommen und habe ich das mittags jetzt gegessen.
Original! Bei uns, bei mir war es die gute alte Tupperbox. Aber ja, stimmt. Boah, da kam gerade richtig so. Was hast du, mein Schatz? Ich habe die gute alte bayerische Brotzeit. Und Juna, was hast du? Juna hat gerade noch nichts. Bei mir gibt's die gute alte bayerische Brotzeit. Generell Brotzeit. Das hier. Würde ich ja niemals essen, ne? Hat einen Hintergrund. Früher hat mein Papa. Das durfte nur mein Vater, diesen Schinken schneiden mit einem scharfen Messer und hat immer, wir waren ja 4 Kinder, uns jeweils Würfel zugeteilt. Ich mochte nicht mit Fett, deswegen habe ich immer ohne Fett bekommen. Meine Schwester, nee, mein Bruder mochte die mit Fett. Mit Fett. Irgendwie eine coole Kindheitserinnerung, finde ich, dass er das halt aufgeteilt hat. Also jeder hat dann seine Würfelchen bekommen und das wollte ich heute mal auf Erinnerung angelehnt. Genau, dann Bierschinken, das habe ich schon als Kind geliebt. Butter aufs Brot und dann Bierschinken drauf. Oh, ein bisschen Fresh-Käse und hier diese... Vekaner Schmierkäse. Den kennt man. 20 Gramm auf 20... Hau einfach rein da, was für eine Fülle. Nein, warte mal. Hier, warte mal, was geht nicht. Bup, bup, bup. Prost. Die hätten mal ein paar Flav Drops und Kalorien reintun können. Merda. Das geht so doch nicht. Das ist viel zu... Muss richtig süß sein. Ja, alles klar. Also, bevor meins hier kalt wird, jetzt gönnen wir uns den. Die Grundschnitten? Ui. Und jetzt rein damit. Mhm. Das ist das Kindheit. Guten. Und das Kindheit. Wir essen jetzt erstmal zu Abend und dann gibt's Nachtisch. Boah, das riecht schon nach Kaugummi. Das riecht richtig nach Kaugummi. Pappsüß, oder? Pappsüß und es schmeckt original wie so ein riesiges Kaugummi. Also ich würde es jetzt nicht mehr kaufen, so im Sommer. Ich finde es lecker. Echt? Mhm. So, okay, und jetzt musst du mir einfach nur den Kopf, glaube ich, so neigen. Echt? Mhm. Okay. Nein, drauf denn. Nein, nur. Doch. Echt? Jetzt, cool. Was sagt ihr, was ist da drin? Habt ihr die Schokolade damals gegessen oder nur beiseite gelegt? Ja. Ich war so ein Mensch, ich hab die beiseite gelegt. So, was haben wir drin zum Abschluss des Videos? Toll. Was ist das für ein Mist? Was zum Zusammenbauen. Oh. Oh. Komm, so Aufkleber hier. Warte. Original selbe Enttäuschung wie damals. Ja, echt. Traurigster Moment des Videos. Ja, meine Freunde, wenn ihr den dritten Teil sehen wollt oder andere Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hatten mega Spaß. Mega Spaß. Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wir sind richtig gespannt auf eure Kindheitserinnerungen. Absolut, ja. Mhm. Schreibt es in die Kommentare. Dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt. Johnny, Johnny, Juna. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Weiter gleich läuft.